In der letzten Episode. Hier zeichnen? Ja, tatsächlich. Ja, okay, dann ist zumindest mal der Name drin. Achso, ein Signalkoffer, echt? Ja, okay. Ja, okay. Und was? Wie soll man da rankommen? Die fallen halt wie die Fliegen, weil die haben halt nichts mehr. Die haben relativ wenig Lebenspunkte. So extrem viel Angst haben die halt nicht. Vielleicht mal so ein Palettenstapel. Ich meine, wir haben eh Zeit. Im Windschatten ist das auch kein Problem. Feels like night is coming. Ja, ja, schon. Hallo, Skorbut, Risiko, tschüss, Sat-Bonus. Leder, nice. Das probieren wir direkt. Ja, dauert halt 2 Stunden, meine Güte. Gut, sehr schön, 69%. Und da sind wir auf Level 4 Flick-Experte. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Episode 94. Ja, wir sind weiterhin und immer noch und werden auch noch eine ganze Weile sein in der längsten Main. Ja, wir haben begonnen mit der Durchsuchung, so muss man das sagen. Da gibt es einiges zu tun. So, hier waren wir zum Beispiel, glaube ich, noch nicht drin, genau. Unser Zeitschriftenladen wächst weiterhin sehr fröhlich vor sich hin. Ah ja, der. Ja, ja, total. Nee, das ist nur Dreck. Das aber nicht. Gleich 2 echter. Ja, gut, wenn du da 2 hast, dann brauchst du auf jeden Fall einen Wagen dafür. Ungewöhnlich. Echt? Die Ketchup-Chips sind gewöhnlich, echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gott, da könnte was drin sein. Das ist ernsthaft, die kannst du nicht zerlegen. Mach nicht alles kaputt. Na gut. Klassisches Buchsprühfarbe. Noch mehr. Genau. Ja, ich meine, wir sind ja hier an so einer Art Bahnhof. Und da können wir ja so einen Bahnhof-Zeitungsladen aufmachen. Das macht ja dann auch irgendwo Sinn. Gut, woran das eine Altholz auch immer noch gelehnt ist, aber ist ja auch egal. Geht die Tür auf? Tatsächlich. Okay, gut. Ich höre da schon wieder diesen schönen Ton. Und der bedeutet nichts Gutes für unsere Schuhe. Na gut, wir haben sie zumindest mal repariert. Wir sind ja jetzt auch auf Level 4, was ziemlich cool ist. Weil das bedeutet, dass die Reparaturversuche schon mal auf 100% sind. Alles gelingt jetzt. Das ist schon ein gewisses Achievement. Ich weiß gar nicht, was du dann für Level 5 noch bekommst. Eine Pilotenjacke und ein Hockeytrikot. Ja, das ist relativ kanadisch. Denkt man sich da so. Ja, okay, warte, da ist noch was. Dazu sagt sie nichts. Halt. Da ist noch... Ja. Metallschrott. Brandbeschleuniger. Noch mehr Sprühfarbe. Noch ein Buch. Gut, ich denke, dann war es das zumindest mal hier. Tag hat allerdings noch einiges übrig. Aber wir schaffen es erstmal rüber. Da drüben waren wir auf jeden Fall schon, in dem Ding sowieso. Da richten wir uns jetzt sowieso ein. Das heißt, wir werden auch noch alles hierher schaffen, was wir jetzt erstmal drüben deponiert haben. Ich meine, wir haben jetzt nicht wirklich Schränke, dass wir sagen können, ja klar, easy, logisch, dass wir das hier machen. Aber man kann das hier auch gut auf dem Boden verteilen, das geht schon. Ja, jetzt beginnt der Ablegespaß erstmal wieder. Ja, das ist schon wieder reichlich Zeug. Vor allem die Bücher, die sind besonders... Achso, das müssen wir noch lernen, genau. Ne, haben wir noch nicht gelernt, alles klar. So, Papier. Gut. Ja, das ist mehr so ein wirrer Dingstapel, den werden wir irgendwann mal korrigieren müssen, aber momentan ist es erstmal noch nicht so wichtig. Genau, wir haben diesen Schlafsack. Ich weiß nicht, ob die Kabel gehen, aber ich wüsste mir eigentlich auch fast... Achso, den legst du so nicht echt raus, echt? Genau, dann verwende ihn mal. Alles klar. So, sag mal, wir haben zwar eine Fackel, aber nicht sowas wie Magnesiumfackel oder Seenotfackel.
Genau. Futter müssen wir separat machen. Kleidung. Da hinten ist auf jeden Fall noch reichlich Schrank. Ja, da drüben nicht. Also halt. Ja, das Trikot, das bringt nicht viel. Die Jacke. In unserer aktuellen Konstellation auch nichts. Das wäre nur was, wenn man Leder hätte, dass man sagen würde, okay, das nutzen wir mal, um ein bisschen zu üben. So, also haben wir jetzt nur noch ein bisschen Medizin. Genau. Und die kommt mal hier drüben zum Tisch. Gut, ich wollte eigentlich nur zwei ablegen, aber dann habe ich jetzt halt drei abgelegt. Ist ja erstmal egal, wahrscheinlich. Okay, dann holen wir mal das Zeug ran. Sieht auch schon ein bisschen nach Blizzard aus. Ja, ich hätte jetzt eigentlich diese Woche in Bonn sein sollen, sag ich mal. Leider. Durch diese ganze Netzteil-Ein- und Ausbauaktion an meinem Rechner ist mein Kreuz verabschiedet. So konnte ich natürlich dann nicht Bahn fahren. Das ging gar nicht. Das ist für so einen schönen, strahlenden Schmerz in den Arm gehabt. Ja, das war extrem unangenehm. Ich habe trotzdem gearbeitet und zum Glück gab es die Konferenz in Bonn auch als Stream. So habe ich zumindest inhaltlich nichts verpasst. Und ich sag mal so, wenn ich da hingefahren wäre per Zug, was ja geplant war, das wäre mal schön nach hinten losgegangen. Ja, das ist halt einiges Zeug. Was willst du da machen? Mal gucken, dahinter ist nichts, okay. Gut, das ist ja schon mal was. Okay. Das bringt dir nichts, wenn wir das hier lagern. Ja, das war natürlich blöd. Aber was willst du machen? Es ist ein bisschen dieses Jahr eine kleine Seuche. Diesen ganzen Events. Ich habe es ja eigentlich nur einmal zur Sommertagung geschafft. Sonst war ich immer irgendwie verhindert. Auf die eine oder andere Weise. Und, ja. Das mit der Bahnfahrt, das wäre echt eine Gaudi geworden. Alter Schwede. Also die Regionalbahn war noch so das Pünktlichste an der ganzen Konstellation. Ich musste ja dreimal umsteigen. Es gab irgendwie nicht so die guten Verbindungen dahin. Ja. Also die Bahn, hätte dann erstmal nach zum Bahnhof zu reingemusst. Dort hätte ich eine Dreiviertelstunde warten müssen auf den nächsten Zug, auf den ICE, der dann nach Dortmund ging. Der hat aber schon eine halbe Stunde fast Verspätung. Was dann natürlich dazu führte, dass ich in Dortmund den Anschluss ICE nicht erreicht hätte. Ich hätte also irgendeinen anderen Zug nehmen müssen, dann erstmal nach Köln. In Köln war dann eigentlich eine Regionalbahn geplant. Die ist sogar ausgefallen. Also selbst wenn ich es pünktlich nach Köln geschafft hätte, die Regionalbahn ist ausgefallen. Dafür hätte ich dann eine andere nehmen müssen, sozusagen. Ich habe mich dann auch gar nicht mehr mit der Rückfahrt beschäftigt. Die Rückfahrt habe ich zum Glück nur zwei Umstiege gehabt. Einen in Köln und einen in Bonn. In Köln und einen in Berlin, genau. Ja. Bin ich sozusagen noch mit einem blauen Auge davongekommen. Ja, viele Dinge will ich gar nicht dahin tun. Ich meine, das einzige Blöde an dieser Werkbank ist, sie hat keine Schublade. Aber sie hat dafür einen viel größeren Bereich, wo man die Werkbank anklicken kann. Das ist wieder praktisch. Ich habe gerade gesehen, ich habe hier noch Sicherung. Die natürlich nicht. So, die Gewehrputzsets halt. Ne, wir machen sie mal so. Dann quer, falls eins angefangen ist. Ich glaube, die sind beide noch frisch. Ne, das vordere ist tatsächlich schon angefangen. Okay. Das Ding ist aber nicht angefangen. Ja, die Pfeilspitzen. Ich heb sie mal lieber auf. So. Gut. So, dann haben wir jede Menge Fackeln. Der anderen Art. Genau.
Dann lass uns da drüben mal das ganze Zeug reintun, was sozusagen irgendwann mitnahmebedürftig ist. Das war ein Expeditionsparker und eine Hose, wobei ich die inzwischen mal tauschen würde. Genau. Die andere Kleidung kommt dann in den Schrank. So, was haben wir hier noch? Na, ich lagere das schon mal ein. Das kann man ja dann zur Not rausholen. Dann haben wir hier noch Hülsen, genau. Die Gewehrmunition natürlich, das ist klar. Ja, naja. Kann das ja schon mal einlagern. Da haben wir noch gar nicht die Maske gefunden. So, ich glaube, wir haben Zeder, richtig? Genau, eine. Dann natürlich noch mehr Zeitschriften. Ein Buch. Ansenschwung, Altholz und Brandbeschleuniger. Den lagert man am sichersten, damit man sicher geht, ganz nah am Feuer. Dass er nicht einfriert. Ja, ich denke, das war's erstmal, oder? Haben wir noch Medizin? Ne, eigentlich nicht. Genau, ach ja, Kleidung. So, das war die Jacke und die Socken. Die Hose ziehen wir an. Ja, hier drin haben wir 15 Grad. Dann musst du dir überlegen, wenn du nur den normalen Schlafsack nimmst, dann kommst du hier auf 17,3 Grad. Und wenn du jetzt sagst, du nimmst jetzt den, dann kommst du sogar auf 20,9 Grad. Das ist ziemlich viel. Ja. Ich weiß, dein Gewicht sinkt. So, dann... nee, die füllen wir nicht auf. Achso, dafür haben wir... Achso, ja, stimmt. Nee, das behalte mal, weil wenn wir durch die ganzen Räumlichkeiten gehen, dann werden wir die Lampe brauchen. Wir werden natürlich erstmal die verwenden, bis die leer ist. Und dann später unsere. Das werden wir aber heute nicht mehr machen. Ich überlege, was können wir machen in der Zwischenzeit? Beim bisschen Tag haben wir ja noch. Aber wir gehen nur auf die andere Seite, genau. Die andere Seite der Gleise, beziehungsweise können wir ein bisschen durch die Waggons. Da sehe ich nämlich schon eine Kohle. Wir sind ja auch erst bei 7 Stunden. Faule Hüpfer, echt. So ein Frevel. Immerhin angekoppelt. Na ja, guck mal, ein Rucksack. Mit Wolfsfutter. Na, der ist da drüben, okay. Hat uns hier nicht gesehen, zum Glück. Ich dachte, da liegt noch ein Brecheisen. Das wäre auch nichts Neues. Die Kisten darfst du aber auseinandernehmen, okay? Alles klar. Ja, es sieht immer noch nach Blizzard aus. Da kommst du nicht drauf. Hier geht's aber wieder rauf, okay? Nein, da ist nichts drin. Drüben anscheinend auch nicht. Hey, du hast es geschafft. Ja, das ist einzig wichtiger, dass er... Oh ja, nee, das denn nicht mehr. Achso, da kannst du dich wieder verbrennen, ja. So wie der Junge im Misery-Modus. So, reichlich Holz. Falls es doch mal zu kalt wird. Und Futter. Gute Spitzenpfirsich, noch ein Buch. Mal gucken, dass hier nichts an der Bahnkante liegt, aber das sieht nicht so aus. Okay. Eine Frage? Ja, da kommt man hoch. Okay, alles klar. Hier wird es gleich finsterer. Schwarzer Metallschrott. Wird auch nicht heller, wenn man die Tür aufmacht. Sicherung in Eimer. Noch mehr Limo. Ist relativ finster. Das ausnahmsweise nichts zum Vorlesen, okay. Drähte, noch ein Buch. Ja, hier gibt es auf jeden Fall noch reichlich Metallschrott. Das ist gar nicht so verkehrt. Metallschrott und Altholz. Okay. Naja, das könnte hier für Nachrichten sein, wahrscheinlich. Die Rechnerschaft hier. Das sieht fast so aus.
Schön rausschauen kann man aber nicht. So, was sagt denn hier der Karton? Da scheint nichts drin zu sein. Ach, guck mal, ein Polaroid. Gleich hinter den alten, verrotteten Fundamenten dort oben nahe der Kante. Was für eine Aussicht. Ha. Untätiges Lager, echt. Ja, da muss man sich mal hinkartieren, wahrscheinlich. Echt, das ist nur dieser kleine Raum hier. Ah, du kannst da rein, okay. Ja, viel ist hier nicht, aber gut. Das macht doch nichts. Ich will nochmal reingucken, ob hier wirklich nichts drin ist. Naja gut, sollte es Aurora geben, müssen wir halt hier mal reinschauen. So, Achtung, die Tür geht so rum auf natürlich. Ah, es wird schon finster so langsam. Nee, das geht gar nicht. Nee, ist nichts drin. Nee, mehr mache ich nicht mit. Das war genug für heute. Ich will trotzdem in die Röhre schauen. Manchmal verstecken sie ja da so ganz schelmisch Dinge. Ja, da müssen wir auch nochmal durchgucken. Aber jetzt erstmal zurück. Die Gute ist inzwischen matschig genug. Oh, ich komme fast auf 9 Stunden. It's getting dark out here. Time to look for shelter. Ach, okay. Sie war das mit dem Sattbonus, alles klar. War das nicht beim Jungen sogar auch? Wahrscheinlich. So, da haben wir noch ein bisschen mehr. Ja, das Feuer anzünden, das dürfte kein Problem sein. Da haben wir noch mehr Tanne. Und sogar eine Kohle, die wir ablegen können. Okay. Da hat sich nichts geändert. Hier hat sich auch nichts geändert. Ja, die Schuhe, na gut. Das ist unser aller Futter, genau. Da haben wir natürlich noch ein bisschen was. Die Drähte. Halt, nein. Und eine Sicherung. Genau, das muss noch raus. Ich denke, dann ist das auch soweit. Dann könnte man höchstens den Rest des Buches lernen. Ich will noch mal gucken, ob wir hier irgendwas gefunden haben. Meiner Meinung nach ja nicht, nö. Ach doch, Metallschrott. Gut. Was wollte ich jetzt noch rauslegen? Die da. Gut. Warte mal, wie sieht das aus? Hunger und Durst? Ah ja, wir sollten vielleicht mal Wasser kochen. Da geht's schon los. Oh, wir haben keinen weiteren Topf. Brauchen wir Holzkohle? Wahrscheinlich ja. Platzier erstmal. So, dann machen wir hier in Ruhe Feuerchen. So, Karton, Zunder, 100%, nice. Ja, wir haben 4 Wassertabletten, die bei 2% sind. So, machst du erstmal einmal Altholz, mal gucken, ob das schon reicht. Huch, gibt's echt Aurora. Ja. Die sind dann auch, wären dann auch perdu, also verwenden wir sie lieber noch. Das geht relativ schnell, das sind nur ein paar Tage, dann sind die weg. 45 Minuten, das reicht easy.
Dann machst du hier einfach nochmal 2 Liter. Gut, das wird nicht easy reichen, aber das ist erstmal egal. Echt, hast du es überwunden. So, dann sind die mal weg. Da kann sich eigentlich auch mal einen Liter machen, warum nicht? 21, 24, wo kommen wir hin? Echt? Was ist denn los? Warum atmest du die ganze Zeit durch? Warum kannst du mal trinken? 37 Minuten. Naja, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Wir haben echt keinen einzigen Stock hier. Das ist ja lustig. Dann machst du halt noch einen Liter. Und sogar die Schlaflosigkeit gehalten. Was ist denn hier los? 31 Minuten, was schaffst du in der Zeit? Na gut, einen halben Liter zumindest. So, dann schmeißen wir das mal raus. Machen wir hier drüben vielleicht die Essensecke auf. Da ist nichts drin, Gott. So, 5,5 Liter. Also es scheint auch nicht zu britzeln. Wie ihr seht ja, wir haben Aurora. Das hatten wir übrigens gestern auch, aber jedes Mal, wenn ich rausgeguckt habe, habe ich nichts gesehen. Deswegen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich war allerdings auch nicht mitten in der Nacht. Also es war wohl irgendwie so Mitternacht, war es wohl so am aktivsten. Das war letzte Woche Donnerstag auf Freitag. Ich habe halt bis 22 Uhr, da hieß es eigentlich auch schon, dass es sein soll, da war aber nichts zu sehen. Und dann bin ich halt 3 Uhr wach geworden. Ich hatte mir halt vergessen, Wecker zu stellen. Dann habe ich halt 3 Uhr nochmal rausgeguckt, da war aber auch nichts zu sehen. Also sehr schräg. Hier sind sogar 16 Grad. Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Warte nochmal ein Stück. Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn man wartet. Nö. Hättest du ja nicht so mal hier schlafen. Warum eigentlich nicht? Inzwischen ist es auch viel zu spät. Okay. Wie viel hast du denn Kalorien? Was? Wo stehen wir? 1000. Ist ja noch besser. Okay, wir brauchen die Prozente nicht, deswegen können wir in Sessions schlafen. Wir haben immer noch Aurora. Hm? Ein rotes Fenster und ein grünes Fenster. Sollen wir den Rest ausschlafen? Das wären 4 Stunden. Ich würde ja sagen, wir gehen auf jeden Fall nach Fenster. Ja, komm, schlaf dich aus. Das weiß ich. Gute Nacht. Komplett erholt. Naja, wir haben noch klares Wetterchen. So, nur sicherheitshalber. Eine Quatsch, falsche Waffe. Weil das hier ein Problem gibt. Ist in dem Falle der Revolver die günstigere Wahl. So. Dann müssen wir futtern und trinken. Und vielleicht ein bisschen ablegen. Denn wir beginnen jetzt mal bei diesem schönen Wetter. Das wäre jetzt wiederum viel zu schade. Vielleicht sollte man doch eher draußen erkunden. Okay, warte mal. Wir brauchen auf jeden Fall die Töpfe. So, wir gehen schon mal hier hin. Jetzt. Ja, ja, natürlich. Gibt es erstmal hier Dosenfutter. Das ist am sinnvollsten. Was sagt eigentlich Skorbut? Ja gut, es ist schon ein bisschen da. So, was sagt sie jetzt? Fast weg, gut, alles klar. Das sind 5 Tage. Zu Deutsch, wie ist hier gering, okay. Ja, dann rinn damit. Müsste auch so einen doofen Dosen öffnen, Skill geben. Hast du komplett reinbekommen, echt?
Okay. Dann drauf Öl, genau. Na gut. So, wie viel Wasser haben wir zu viel? Ach so, wir haben ja noch einen halben Liter alles Wasser, echt? Jetzt haben wir einen halben Liter alles Wasser. So. Nee, das passt eigentlich, okay. Also, der Kaffee bleibt da. Der Ahornsirup genauso, die Ketchup-Chips. Ein bisschen Tee können wir da lassen. Das bleibt auch mal beides da. So wie Kaffee und Tee, das brauchen wir so oder so nicht. Ich denke, wir mal. Ja, gerade Kaffee ist nämlich mal mit. Das ist okay, gut. Jetzt haben wir die ganzen Dosen, genau. Wir haben jetzt noch nicht Buch gelernt. Ich würde jetzt, also solange das Wetter schön ist, sollte man ja dann doch eher draußen rumtappen. Dann bleibt das auf jeden Fall mal hier. Na gut, das verwenden wir gerade nicht. Das könnte ich eigentlich auch mal hier lassen. Eines sind nur 200 Gramm, aber trotzdem. Okay. Dann würde ich sagen, bleibt das mal so drin. Ja. Gut, Kleidung ist eh klar. Da haben wir ja gerade geguckt und ja, es ist wie es ist. Wobei, warte mal, die können wir ja so oder so nicht essen. Würde was? Natürlich. Anstatt sie draufzulegen, legst du die natürlich drunter, das ist klar. Lass uns mal dahinter gehen. Wo sind hier Krähen? Ach so, ja, okay. Da kommst du nur von der anderen Seite her. Okay, alles klar. Gerade mal auf die Karte gucken. Untätiges Lager. Das ist hier der Schuppen, okay. Das heißt, wir haben da vorne noch nicht gezeichnet. Gut, zwei Holzkohle ist natürlich jetzt nicht die Wucht. Man weiß ja nicht, ob die Entwickler hier nichts versteckt haben. Ich will nur mal gerade gucken. Ich sehe keine Rohrkolbenstänge. Okay. Ja, da drüben kann man auch mal lang, aber das kann man dann machen, wenn man halt eh in der Nähe ist. Okay, ich denke, da vorne verlässt es sie. wie kommen wir hier eigentlich runter? Doch recht tief. Gehen die tief, weil es da tief ist, oder was? Macht man ja auch in echt so, wenn man irgendwo runter geht, dann macht man sich nackig. Naja, hat geklappt. Gut. So. Nee, das ist unten drunter. So, genau. Echt, jetzt kommt der Schnee hinzu. Okay, gut, dann drehen wir wieder um. Wollte das Wetter jetzt so lange nicht mitmachen. Ich hatte euch erzählt hier von wegen, dass es ja so eine zu Community-Karten gibt. Die sind wohl alle noch mitten in der Entwicklung. Ich habe noch ein Video gesehen vom Zack, der hat da ein paar von denen bereist. Da muss man halt fairerweise sagen, erstens, die haben noch einige Bugs.
Und zweitens, die sind extrem leer. Also da ist wirklich nicht viel los. Das ist irgendwie... Da müssen, also ich denke, das wird auch noch dauern. Bis sie da die Karten dann wirklich offiziell release. Man kann da irgendwie über Discord da einen Beta-Zugang kommen, aber das, ich denke, das macht im Let's Play keinen Sinn. Ich frage mich, wo man hier ist. Jedenfalls ist es hier giftig. Haben wir eine Kartierung hier? Das ist auf der anderen Seite der vergessenen Erkundung, okay. Ist noch nicht so 100% sicher, wo die ist. Aber da kommst du dann da drüben irgendwo raus. Schnick. Ah, da vorne. Da sieht man es ein bisschen. Da ist die vergessene Erkundung, okay. Guck mal, in diesem Gift gibt es Rohrkolbenstängel. Also die sind bestimmt extrem lecker. Naja. Was macht man nicht alles für eine gute Ernte? Hast es wieder echt? Man hört das auch schon richtig schön in deine Lunge brennen. Da oben ist eine Brücke. Sind wir schon in Belgien? Noch ein paar Stöcke mitnehmen, das ist eh nicht verkehrt. Oh, guck mal. Uff, das sind aber viele. Das Gefühl, wenn es Schösslinge gibt, dann immer gleich so hier. Reicht fürs Rest, für den Rest deines Lebens. Achso, vielleicht sollte man die einzeichnen mit der letzten Holzkohle. Genau. Ja, es wird noch ein bisschen brauchen, bis wir den Sattbonus wieder haben. Gut. Wir gehen mal über den anderen Weg entlang, die Brücke hoch. Ja, also das wird, muss man halt gucken, wann diese Karten dann mal kommen, wann sie dann released werden. Wie schon gesagt, das wird sicherlich noch Jahre dauern. Weil da müssen sie noch ein bisschen was mehr reintun. Also das ist momentan wirklich so, du kommst da rein, du hast die Welt und dann hast du da so zwei, drei Dinge, die du dann besuchen kannst, das war's. So ungefähr, also ein bisschen übertrieben, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, ja, da ist so zahlreich, selbst wie der Flughafen, sag ich mal. Also so ist es leider immer noch nicht. Aber gut. Das wird schon noch kommen. Ja, Hinterland hatte wohl angeblich, hat zumindest der Zack das in einem Video gesagt, dass das wohl eine so eine Karte zu entwickeln, also so komplett umzusetzen, mit allem drum und dran, so um die 300.000 US-Dollar sind. Ja, das ist natürlich dann krass. Schade. Jetzt bist du, ist dir zu kalt. Ja, dann können wir hier oben leider nicht kartieren. Aber wo sind wir hier? Das hat nicht mal einen Namen, lustigerweise. Das Ding. Es ist wirklich zu schwer. Nee, das ist, da liegt ein Beil. Gut. Also liegt, in Anführungsstrichen, es steckt. Okay, im Anbetracht des Wetters würde ich auch sagen, wir nehmen noch das Altmetall und dann geht's ab dafür. Ja, also wenn die dann kommen, also zumindest ist es erstmal so geplant, dann geht es im Ort der Trostlosigkeit raus.
Wobei Hinterland auch schon mal angedeutet hätte, dass da vielleicht noch was kommen würde. Also ich weiß ja nicht, wie lange Hinterland da überhaupt noch interessiert ist, da noch mehr Karten zu bringen. Ich meine ganz ehrlich, wenn man sich das so anschaut, wie lange man da in so einem Let's Play... Nein, das ist nicht der Abgang. Wie lange man da an so einem Let's Play dran ist, die gesamte Welt zu bereisen. Ja, das ist, da merkt man halt schon, dass es wirklich viel ist. Übrigens, im Windschatten wird es hier wärmer. Oh, da kann ich erstmal Wasser trinken. Nicht viel, aber ein Grad gefühlt. Und zack, ist es wieder weg. Naja, du hast es halt noch. Na, guck mal, ein Stock. Ja, den holen wir uns. Und wieder rennen. Guck mal, da vorne sind noch mehr Rohrkolben. So, nicht die Schuhe. Ja, tschüss, sagen die Schuhe. Uff, es ist fast besser, hier ohne Schuhe zu laufen. Und ja, jetzt nimmt es wieder ab. Okay, alles klar. Ja, das hat jetzt mal satte 15% Schuhe gekostet. Und knapp 30 bekommst du mit einer Reparatur momentan. Ja, wir brauchen dringend die Schuhe, sonst ist das Gift erstmal alles verboten, quasi. Müssen wir mal gucken. Die finden wir wahrscheinlich im Bergwerk irgendwo oder in diesen Gebäuden. Bevor wir ins Bergwerk gehen, werden wir erstmal durch die Gebäude gehen, das ist natürlich klar. Das dürfte wahrscheinlich auch dann das Einzige sein, was wir heute machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es heute nochmal Aurora gibt, heute Nacht. So. Ja, merkwürdig, aber sonst ist hier nichts. Könnt ihr höchstens nochmal bei den Kabelrollen gucken. Aber da ist nichts, okay. Gut. Da. Oh, das ist ziemlich hoch. 47%. Das geht relativ schnell tatsächlich. Ich will nochmal in die Waggons da vorne schauen. Ich glaube nämlich, die haben wir uns noch gar nicht so genau angeschaut. Sogar fast auf den Waggon drauf. Nur fast. Ne. Nichts zu finden. Da sind sie wieder, die faulen Hüpfer.
Okay, erstmal abladen und dann, ja, in die Gebäude. Ja, ja, ganz genau. So extrem viel haben wir eigentlich gar nicht gefunden. Ja gut, die Schösslinge auf jeden Fall. Mehr soll es hier eigentlich nicht sein. Genau. Wir versuchen das erstmal mit den Laternen zu machen. Ich denke auch, dass das reicht, weil letzten Endes wird das Spiel uns wahrscheinlich entweder Öl oder Fackeln sowieso um die Ohren werfen. So dass das reicht. Wo habe ich das abgelegt? Ach, hier. Genau. Noch mehr Holz. Oh, Stücke. Und der Zunder natürlich, oder? Der kommt natürlich hier mit rein. Ja, wie man sieht, sehr viel Holz ist hier nicht. Ja, die Federn liegen da, glaube ich, auch mit drin. Es gibt Schlimmeres. So, auf jeden Fall, komm mal die Schösslinge raus. Ja, das ist die Kleidung, das ist das Futter. Gehen wir mal in das Gebäude. Fangen wir mal ordentlich an hier. Ja, ja. Apropos ordentlich, kommst du hier durch? Natürlich nicht. Na ja, guck mal da drüben, rechts. So, liegt hier was? Muss man dann doch mal schauen. Ich will hier schon wieder. Ja, ja, ja. Hier geht's dann rein, okay. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen drumherum. Gut, in der nächsten Folge ab hier durch. Ich habe das Gefühl, das Gebäude ist innen viel größer als außen. Ja, ab jetzt Untertage. Es ist ja dann doch etwas garstig draußen und die beiden Dinge sind ja auch nicht so wirklich praktisch. Wann wir den Saatbonus bekommen, ich schätze mal, es wird noch 2 Tage sein oder so ein Tag. Naja gut, werden wir dann sehen. Ja, das heißt erstmal die oberen Gebäude und irgendwann auch unten rein. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns, macht's gut. Ciao.